Willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Ja, weiter geht's. Wir sind letztens hier stehen geblieben, als wir jetzt den Weg hier hochnehmen müssen zu dem. Wie hieß es? Zu dem Berg halt da oben. Und genau da wollen wir jetzt hin. Oh, ich muss noch mal gucken, ob ich noch mal irgendwo hinkomme. Ach ja, wir haben ja gegen die Eule. Beziehungsweise sie hat uns gejagt und wir sind abgehauen. Genau so war's. Ja, ein paar Tage her jetzt. Deswegen muss ich erstmal überlegen, aber ja. Eule abgehauen und unser Weg führt uns jetzt nach oben in den Norden. Also mal gucken, wo es lang geht. Also erstmal geht es weiter hoch. Da ist noch ein Bereich grau. Dann gehen wir. Wahrscheinlich müssen wir hier den großen Weg hier links oder rechts nehmen. Dann schauen wir mal. Los geht's. Praktisch. Frech. Seit wann rollt denn der so lange? Oh. Geh halt hier runter, so. Ja, wir machen ja jetzt 4 Schaden statt 3, aber ist trotzdem noch nicht die Welt so viel. Wie kriege ich das hier auf? Ich habe hier auch irgendwo einen Schalter oder so gesehen. Hier drüben vielleicht noch irgendwo einer. Nee. Ja, wer weiß. So, müssen wir jetzt hier hoch. Genau. Da links waren wir auch schon. Eigentlich nicht, aber die Pflanze ist ja eigentlich an sich nichts. Hm. Ich kann aber mal gucken. Setzen wir kurz hier einen Speicherpunkt. Schauen wir mal, was das da hinten ist. Ich kann ja nichts machen. Adam. Hätte ja sein können, dass er da die Wand aufmacht. So, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir müssen weiter hoch und nach links. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Frech. Oder muss er das aufmachen? Kommt der so weit? Nee, wa? Nee. Okay, hätte er sein können. Mach's gut. Sind wir schon da? Ne, wir müssen jetzt hier links. Geht mal weg, Leute. Jetzt kommen wir auch hier hoch. Okay. Da komme ich nicht durch. Aua. Alter, schon mal erwähnt, was die für Schaden machen. Das ist der Wahnsinn. Nee, von euch will ich nichts. Ihr seid heftig. War eigentlich irgendwo rechts ein Speicherpunkt? Ich glaube hier. Hier, oder? Nee, noch eins höher. Den sollten wir mal aktivieren.
So, Nebelforst wollen wir nicht. Wir wollen da hoch. Das heißt, links oder rechts? Schauen wir mal. Das ist noch eins zu niedrig. Guck mal hier lang. Ah, interessant. Oh. Apropos, was wollte ich mir eigentlich als nächstes holen? Genau, ich wollte zu Wasseratmung. Denke ich mal. Ultrastrampfer, Schnellflamme. Ja, ich werde zu unendlich Atem unter Wasser gehen. Nerv nicht. So, schauen wir mal, wie sie weitergeht. Ob sie überhaupt weitergeht. Trauerpass. Boah. Der Junge aushält, ey. Okay. Oh, die Stelle hab ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh, der, die können auch das kaputt machen, okay. Und Level ungleich Heilung, das ist perfekt. Oh, das ist ein Kartenstein. Ich hab doch noch einen, genau. Nee, hab ich nicht. Verdammt, hatte ich nicht zwei? Hatte ich den eingesetzt gehabt? Ich weiß gar nicht wo. Na ja, gut, da können wir uns schon mal merken, dass es ein Kartenstein ist. Noch einer, ey. Richtige Bullet Sponges hier. Ach so, ja, okay. Ich habe jetzt im Prinzip. Moment, ist da oben der Kartenstein? Ich glaube, da oben ist er doch. Aua. Boah, hat das Schaden gemacht. Ja, da oben ist er tatsächlich. Aber komme ich jetzt so nicht hin. Verdammt. Halb mal im Hinterkopf. So, hier wäre nur... Da ist aber auch noch ein Schlüsselstein. Okay, das heißt, ich brauche jetzt hier wieder Schlüsselstein. Frech. Ah, jetzt könnte ich wieder hochkommen. Los, komm mal her. Ich muss eh wieder hoch. Oh! Nein. Es wäre mal nett, wenn mal mehr Steine kommen würden. So. Oh. Ah, zu kurz. Stein, Stein, Stein. Das war eine Nummer. Ja, ich habe diese Heilung. Und dann muss ich mal speichern. So, kann man die Claire aktivieren.
OMG. Wie viele Schlüsselsteine sind das, bitteschön? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück zähle ich. Wow. Und da ist die Fähigkeit. Und da ist ja auch noch einer. 12. Oh Gott. Na dann, let's go. Aber okay, dass wir das hier noch kaufen. Gibt jetzt zwei Lebenshelden, wenn ich die Speicherpunkte erstelle. Finde ich gut. Bin sowieso mal gespannt, wie lange das Spiel noch gehen wird. Da war aber noch einer, ja, da unten. Der Richtung. Aber gegenseitig können sie sich nicht verletzen, oder wie? Oh. Ah, oh, sofort tot, okay. Ah, Speicherpunkt setzen. Oh ja, war das knapp. Also die Frösche sind echt nicht meine Freunde. Hey, magst du mal hierher springen? Leider nicht. So, das haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt da oben lang. Hast du wieder Leben zurückkommen? Oh, ich hätte mal speichern. Jetzt muss ich nochmal hierher. Wir müssen hier hin. Au. Alter, wie schnell spawnen die denn? Das krieg ich nicht auf hier. Vielleicht. Aber ich sehe da was. So. Ich habe da gar keine Möglichkeit durchzukommen. Ja, wir müssen weiter hoch. Zweimal heilen, das bringt schon was. Okay. Und nun, ne? Irgendwas übersehe ich. War ich hier recht schon? Ja. Aber nee. Ha. Achso, nach links wär's gar nicht gegangen, war da. Okay. Aber das können wir mal holen. Oh, damit kann man sogar die Schüsse ablenken, habe ich gerade gesehen. Ist ja nett.
da ist aber ganz gefährlich. Ja, komm. Aha, da komme ich gar nicht hoch. Okay, hat's erledigt. Aber irgendwas übersehe ich. Ja. Da komme ich nicht durch, oder? Nee. Da müsste der eine Frosch da springen. Wir gucken nochmal. Hier war ja Sackgasse. Hab ich mir dran gedacht. Der mich von hinten noch trifft. Also echt. So, Kollege, kannst du mal hier kaputt machen? Da kriege ich seine Akro nicht, dass der hier rüberspringt. Gut, hier bringt mir das auch nichts. Ah, warte mal, ich hab's. Ah. Oh. Echt jetzt? Ihr seid doch gemein. So. Ja, da kriege ich den von da drüben nicht hier hoch. Na gut. Aber hier geht's doch, glaube ich, zu einer neuen Fähigkeit, oder? Ne, die ist da oben. Ne, das ist noch ein bisschen bis dahin. Wow. Ich brauche noch einen Schlüsselstein. Ich habe den da oben vergessen. Zurück. Was mache ich denn heute? So, aber jetzt speichern. Jetzt habe ich alle Viere. Das Spiel ist echt nicht so einfach. Oh, was wollt ihr? Ihr seid doch wahnsinnig. Jetzt macht er auf. Sieht mir da oben auch aus, als ob man da hoch könnte. Okay, links komme ich auf jeden Fall nicht lang.
Das sind definitiv zu viele Dornen. Hier ist wieder versperrt. Und hier kommen die nächsten Schlüsselsteine. 4 Stück hintereinander. Aber erst schauen wir mal, was hier ist. Der Tod. Okay. Böse. Was haben wir denn hier? Okay. Oh, eine Machtsphäre. Energiezelle, Mensch. Wahrscheinlich da dort springen erst einmal. Hey, der geblieben. Hat er mich gerade verletzt? Ah, ich verstehe um die St. Ah, okay. Nicht schlecht. Aber ich könnte mal nochmal Speicherpunkt hier hinsetzen. Das war knapp. Schieben. Muss reichen, ja. Ah, okay. Was? Nein. Das war aber schnell Akku. Hier ist wieder Hebel zum Drücken, ja. Ja. Okay. Aua. Ich darf hier keinen Speicherpunkt setzen, frech. So, um jetzt. Ah, verstehe. Jetzt kommt der Wind dann hier hoch. Ja. So, das haben wir jetzt alles. Da konnte ich noch nicht hoch. Dann nach rechts. Gut. Das ist ja doch verrückt. Wäre auch zu einfach gewesen, das mal unbeschadet zu schaffen, ne? Hui! Ja, nee, ist klar. Geschafft. Ja, das schaffe ich, aber das Einfachste natürlich nicht. Au. Ich Großklappe. Ein Treffer und ich bin tot.
Oh. Da fehlt mir aber noch eins. Nein. Wer baut sowas? Ups, sorry. Gut gespeichert hab. Neue Fähigkeit. Muss irgendwas geben, um nach oben kaputt zu machen, oder? Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibel. Nia stieg hoch in die Lüfte, sie glitt durch den Himmel, ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Du hast den Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du LT gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist. Drücke dann A, um besonders hoch in die Lüfte zu springen. Oh, okay. Komm ich da jetzt durch? Ja. Oh, man kann den... Oh! Interessant. Ja, nein. Weg mit dir. Aber wir müssen doch noch mal zu dem da, wo jetzt das LT steht, und hier drüben hin. Nein! Verdammt! Ei, ei. Was ist das denn jetzt? Das war gemein. Das ist eine schwere Stelle. Nicht das machen, was das machen soll. Kannst du mal schneller schießen, du dumme Spinne? Ach, das ist offen, okay. Du nervst.
Starren, die muss ja nur anhauchen, da bist du schon drin. Der war dumm geschossen. So, ganz easy, zack. Ey! Gar nicht so einfach zu steuern. Boah. Das ist ja frech. So geht's auch. Das ist gerade echt frech gewesen, weil wir die Dinger hier kommen. So. Wir wollten ja nochmal runter, gell? Scheiße. Dann gehen wir nochmal runter. Ach Mann. Wir müssen jetzt ganz runter. Noch weiter? Ne, hier. Geh weg. Jawohl, eine Lebenszelle. Und jetzt da unten noch hin. Boah, euer Ernst. Nee, ich habe keinen Speicherpunkt gesetzt. Och, Leute. Heute will mich das Spiel echt ärgern. Ach, was machst du denn? Spring doch mal! Schieß ich nicht. Kein Zielwasser getrunken, Leute. Wow, und nun... Ist das euer Ernst? Wie geht das auf? Oh, warte mal, hier drüben habe ich schon noch was gesehen gehabt. Ah, da ist ein Hebel.
okay, das ist ein ganz anderes. Oder? Nee, war's richtig. Musste ich nicht fest sein, gut, dass ich gespeichert habe. Na, was ist jetzt los? Das da oben wird mir gar nicht angezeigt. Oh, Leute. Hier war das doch, oder? Ja. Okay, und das unten geht jetzt wie auf? Hm. Egal. So. Warte am Text. Geh weg. Einfach hoch. Das sollte man natürlich nicht vergessen. Ich muss jetzt aufpassen. Aber wir können ja mal. Zack. Okay. Oh, rechts geht's nicht lang. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horoberg. Der ist wo? Oh, was jetzt? Lebendig gemacht. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horobergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horoberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, wir sind jetzt in die Mitte. Oh, das heißt. Ja, das ist ein ziemlich weiter Weg zurück.
Das heißt, wir müssen wieder komplett runter. Da ist auch noch was. Da gehen wir erstmal hier an die Stelle hier. Also erstmal ganz runter wieder. Fast da. Hier war's, gell? Ja. Oh, Dornen. Aua. Wir können jetzt auch hier hoch. Okay, was gibt's? Oh, das ist doch toll. Können wir jetzt Turbosprint. Ermöglicht es Uri, Feinde im Turbosprint anzugreifen. Also mit der Attacke hier, oder was? Okay. Oh, das war dumm. Das war dumm. Schnell hoch. Dammit. Hä? Ging's noch nach rechts? Ach ja. Ich bin blind. Ach hier. Noch ein Fähigkeitspunkt. Fischi. Oh, die sterben schnell, das ist schön. Wenn die immer so schön leicht wären. So, noch ein Stück nach rechts. Dann haben wir auch gleich hier nochmal einen Speicherpunkt. So, wir müssen jetzt nach rechts und da ist auch noch ein Turm mit 4 oder? Oh, da können wir gleich nochmal gucken. Irgendwie ist da oben auch noch was. Ah, ich sehe es. Geh weg. Und schon nochmal wieder 2. Und jetzt können wir endlich lang atmen. Das ist gut. Denke ich mal. So, da oben war ich aber auch noch nicht. Okay. Wieder irgendwo ein versteckter Schalter. Der da vielleicht? Wer weiß.
Jetzt kommen die ganzen Fähigkeitspunkte. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende, kann das sein? Wir haben auch schon 160 Tote. Ja, nur noch ein Wetterereignis fehlt, der Vulkan. Ich glaube, das wird langsam zum Ende hinauslaufen. Viel haben wir nicht mehr vor uns. So wie es scheint. Genau. Jetzt können wir mal unter das Wasser gehen. Jetzt, wo wir unendlich atmen können. Aber hier unten waren wir auch noch nicht. Also da ging es noch nicht weiter. Ja, ja, wie das ein Hebel ist. Moment. Hier sind Schnüre. Oh, warte mal. Au. Der hier, oder? Ja. Ist aber im Prinzip auch nur eine Abkürzung darunter. Okay. Schauen wir mal. Ja, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Hey. Was gibt's hier Schönes? Eine Lebensphäre. Aber wir entfernen uns eigentlich von unserem Hauptziel, ne? Der eigentlich da ist. Aber wir machen mal eine kleine Erkundungstour hier. Au. So, hier unten ist zum Beispiel noch... Oh, ich habe genau 4 noch. Was denn? Okay. Ja, allerdings kommen wir jetzt nicht hin, weil wir keine Macht haben. Im Moment. Schade. Hier ist noch was. Okay. Und über mir wäre noch was. Ja, das sind hier keine Kristalle, um Macht zu tanken. Schade. Das 4, nein. Aua. Achso, ich bin ja nicht weitergekommen, weil hier auch wieder so ein Ding ist. Ah, ey. Diese versteckten Schale zu finden, ist glaube ich gar nicht so einfach. Da ist auch noch eine Lebensphäre. Aua. Keine Ahnung, wie ich hinkomme. Naja. Oh, ich kann ja auch fliegen. Lol. Ist auch noch alles grau. Ach ja, geht nicht. So, wir könnten ja mal leveln. Was gibt's hier noch? Wird um 50% erhöht. Okay. Ist das da richtig? Ja. Jetzt könnte ich unten noch machen, aber ja. Wird ja kein 100% Run, denke ich mal. Oh, hier sind wir richtig. Aber wenn ich wieder sehe, was der aushält, dann weißt du ja, was die anderen da oben noch alles aushalten. Das wird ein Spaß. Da ist ein Hebel. Komm mal her.
Stimmt, wo ich damals hier war, hatte ich die Fähigkeit noch nicht. Mal sehen, was der ist. Man muss auch treffen. Okay, mit einem ganz anderen Tor. Ach, zum Speicherpunkt, okay. Oh, böse, böse, böse. Er macht Aua. Gehen wir jetzt hier erstmal speichern. Noch was? Nee. Oh Gott. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, hier ist richtig. Ich glaube, der Frosch hätte mir das aufgemacht, okay. Ich will mal speichern. Und nochmal höher gehen. Ich dachte mir schon, dass es hier oben noch was gibt. Oh, rechts geht's auch noch lang. Das macht böse Aua. Hat sich doch schon gelohnt. Bitte nicht so ein Strahl, das ist ja übel. Ist der Frosch wieder da? Nee. Oder kann ich das mit dem machen? Liebe Wärmequelle, ihr ganzer Ruhm ist ausgebrannt. Lasst uns vorsichtig sein, denn viele, die hierher gekommen sind, kehrten niemals zurück. Der Horuberg. Das Element der Wärme ist nahe, doch der Berg, so habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viele verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Oh, ich vermute mal, das könnte auch das letzte Gebiet sein. Also könnte es schon heißen, dass nächste Folge das Finale ansteht. Und aus diesem Grund mache ich hier jetzt Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Uri and the Blind Forest. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV.